Spots Musik. Die Sendung für die Volksmusik mit dem Nicolas Sang. Guten Abend! Grüezi! Spots Musik! Die Sendung für die Volksmusik. Schön sind Sie heute Abend dabei. Ich habe heute einen Gast eingeladen, der gehört zusammen mit seiner Formation zum Inventar der Schweizer Volksmusik. Seit rund 30 Jahren spielen sie auf der halben Welt und heute sind sie hier bei Potz Musik. Herzlich willkommen, Kapelle Bühler-Fischer mit dem Franz Bühler. Mit dem Stefan Schlepper, Beat Fischer, Birin Reichenbach und natürlich. Eieiei, ist das mit drinnen. Mein heutiger Gast, der Franz Bühler. Der Franz Bühler ist ein Vollblutmusikant. Seit über 40 Jahren macht er Musik und hat in dieser Zeit schon über 100 Titel komponiert. Und das, obwohl die Musik für ihn nur ein Hobby ist. Ja, die Ländlermusik ist etwas Schönes und eine gute Abwechslung, natürlich, die ich zum Job habe. Und ein Hobby, das mir einfach Spass bereitet. Und Verständnis her ist das gut im Prinzip. Beruflich beschäftigt sich der Franz Bühler vor allem mit Computer- und Kassensystemen von einem Grossverteiler. Als Ausgleich macht er in der Freizeit gerne Sport. Herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung, Niklas. Danke auch für den musikalischen Auftakt. Kapelle Bühler-Fischer, die gibt es ja gerade schon ein paar Jahrzehnte mittlerweile. Wie ist denn da vor rund 33 Jahren überhaupt losgegangen? Ja, das war gerade so in der Zeit, als wir den Rest gemacht haben. Meine Frau, heutige Frau Barbara, ist zu der Zeit, als wir in der Rest waren, ist sie Bonanza Musik hören. Weil sie auch gerne Volksmusik hatte. Und im Bonanza hat Kasper Mutter gespielt, eine Persönlichkeit in der Schweizer Volksmusikszene. Und begleitet hat Beat Fischer dann am Akkordeon. Leider ist der Kasper Mutter dann kurz später verstorben. Und dann hat mir Barbara eigentlich den Tipp gegeben, gesagt, das wäre doch ein Akkordeonist, der Beat. Der hat ja den gleichen Stil gerne und das könnte doch sicher ganz gut passen. Und es passt eigentlich bis heute sehr gut. Es passt bis heute. Wir sind eben über 30 Jahre miteinander unterwegs. Das ist ja fast ein bisschen wie ein altes Ehepaar.
Da der Beat und du. Ja, das bin ich auch schon gefragt worden, aber dann nicht auch dann gesagt, also heiraten würden wir noch heute nicht. Also dann legen wir da auf, aber weißt du, das Rezept zumindest auf der musikalischen Ebene, dass das so lange so gut harmoniert hat. Ja, es ist natürlich, man muss ein bisschen den gleichen Stil gerne haben einerseits. Natürlich ist auch, muss es von der Interesse her ein bisschen das gleiche vertreten, was Musik ist und auch persönlich gut miteinander auskommen. Ein bisschen arbeiten an dem jeden Tag, das gehört ja dazu. Und ihr seid ja seit eh und je auch gern gesehene Gäste im Fernsehen 1985. Die Haare waren noch ein bisschen länger gewesen, dort mal. Ja, aber viel habe ich ja immer noch. Viel hast du immer noch, das muss man da hoch anrechnen. Du hast ja auch auf der persönlichen Ebene mit dem Beat zu tun. Du hast ein Stückchen geschrieben, das wir jetzt gerade hören, von ihm, seinen Sohn. Ja, das ist der Sandro. Ich habe ihm das Götti-Amt übernehmen. Und das heisst für meinen Götti-Bub Sandro. Für den Götti-Bub. Und wir haben hier etwas, das man auch nicht jeden Tag sieht, nämlich gerade drei Handagler miteinander. Natürlich der Beat Fischer, den Remo Gwerder und der Markus Wicki. Und miteinander spielen sie jetzt eben für den Götti-Bub, für den Sandro. Das wäre dann der Sohn von Beat. Trio Fischer, Wicki Gwerder, gewünscht von meinem Gast Franz Bühler. Wir haben ja am Anfang dieser Sendung auch schon gehört, Musiken. Angefangen hast du aber wahrscheinlich wie so Menge mit 10 mit einem anderen Instrument. Ja, mit 10 habe ich angefangen Blockflöte zu spielen, wie das eigentlich die meisten machen, die Musik, Musik beginnen. Und da bist du der Zweite von rechts, im roten Kragen. He? Genau, der mit der schönen Frisur. Mit der schönen Frisur wäre heute noch topmodern. Wie ist es dann nachher weitergegangen? Wie bist du zu der Klarinette gekommen? Etwa mit 14, 15 habe ich dann von meinem Vater eine Klarinette bekommen.
Mein Vater hat Akkordeon gespielt und natürlich auch Freude am Innerschweizer Stil gehabt. Darum hat er mir eine Klarinette geschenkt und dann habe ich angefangen, Klarinette zu spielen. Und dann habt ihr zuerst einmal mit der Familienkapelle gespielt? Genau, die Familienkapelle Bühler vom Steiser Berg. Da war dabei mein Bruder Alois und der zweite Bruder Xavier. Mein Vater hat auch Akkordeon gespielt und ich habe geblasen. Und dann habe ich gehört, mit dir wäre fast mal noch ein grosser Alphornspiel rausgekommen. Ah, ja. Ich weiss, auf was das abzieht. Wie ist das gegangen? Ja, wir sind nach Amerika gegangen mit dem Alois Schilliger 1984. Und einen Monat auf einer Amerika-Tournee. Und hat Alois gesagt, er drückt den Plakat drucken. Und das ist dann auch so passiert. Und wir sind natürlich etwa anderthalb Monate voraus sind die Plakate gedruckt gewesen. Und weit und breit keine Klarinette und kein Saxophon drauf, dafür Alphörner. Und dann hat mir Alois angeleitet und gesagt, ja, Franz und auch der Herbert Gander, der noch dabei war, im Kaspi Gander, sein Sohn, ich müsste einfach lernen, Alphorn spielen. Und dann habe ich gedacht, das ist noch glatt, so vier Wochen der Zeit, wenn ich sehe, wie die anderen üben. Wir haben es dann probiert und es ist dann eben tatsächlich natürlich nicht die Qualität rausgekommen, die wir uns erhofft haben. Und dann hat Alois gesagt, ich regle das dann schon. Und als wir dann angekommen sind, am Spielort hat er einfach das Mikrofon genommen und gesagt, ja, die Alphörner sind leider nicht ausgeladen worden, sie sind bis auf Toronto geflogen. Wir können die Alphornummer nicht machen. Aber es ist dann nicht so gut rausgekommen. Es ist nicht so lang gegangen, ist einer ins Auto raus und die Alphörner reinholen. Okay. Und weiter werde ich jetzt eigentlich gar nicht mehr erzählen. Alles klar, dann ist der Alphorn-Konzert in dem Fall vielleicht noch zustande gekommen. Mit der Kapelle Bühler Fischer machen da ja etwas, das nicht ganz üblich ist, ihr begleitet mit der ganzen Kapelle ein Jodel-Duett. Wie sind auf die Idee gekommen? Die Idee ist entstanden 2004, da wir dürfen am Eidgenössischen Schwingfest in Luzern Titelmelodie spielen. Rudi Bieri hat das komponiert und mit der Lisbeth zusammen. Und wir haben begleitet. Das ist ganz etwas Schönes gewesen, schöne Erinnerung, die natürlich eben das ganze Schwingfest angedauert hat. Und die Erinnerung lassen wir noch einmal aufleben. Wir sind ins Finsterwald, das ist bei euch im Entlebuch, gell? Genau, ja. Gegangen und haben das dort aufgenommen mit der Lisbeth und dem Rudi Bieri, der für uns jodelt. Bei Jodelklang. Zwar kommen wir zu unserem Nachwuchs, der SRF Musikwelle. Meine Kollegen von dort haben auch heute wieder jemanden empfohlen. Und die Dame heute, Caroline Martig, die hat eine ganz weite Anreise gehabt. Sie ist nämlich extra aus dem Wallis, daher ins Zürich Oberland gekommen. Wie lange hast du heute?
Ja, so 3-3,5 Stunden. Heieiei, was für eine Ehre, so lange Anreise. Du tust Jodeln, ganz solistisch, ohne irgendwelche Begleitung. Ist das nie ein Problem gewesen? Also ohne irgendjemand, der mitspielt, vorsingen? Nein, eigentlich, bis jetzt nicht. Ich habe es so gewohnt und ja, es geht schon. Ja, komm, dann machen wir so weiter. Caroline Martig mit «Eine heitere Seele». Gib jedem Tag am Traf Humor, so geht manchs viel ringer. Die Welt kommt dir nochmal schöner vor und Sorge trick und minder. Ja, ja, la, la, ja, Sorge trick und minder. Ja, 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 la, 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 ja. Heitere Seel, ein heiters Gesicht, ein Fries und heiters Lacho, damit kannst man und plag du manch eusi Seel heiter machu. Ja, du ja, da, da, du ja, heiter machu. Ja, 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 la, 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 ja, 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 Studio mitgerissen hat, Caroline Martig. Franz Bühler. Wenn man das so hört, eine Stimme, so phänomenal, ihr könnt ja auch Konzerte veranstalten im KKL zu Luzern. Da wäre doch mal etwas für euch. Ja, dann lassen wir sicher auf die Liste nehmen. Das werden wir uns merken, ja. Aber das Konzert veranstalten ist ebenfalls mit Musik nur ein Nebenämtchen. Und du hast noch ganz regulär einen anständigen Job, Informatiker. Ja, genau. Ich arbeite bei einem grossen Detailhändler. Und zwar unterhalten wir ein Kassensystem dort. Unterhalten. Wir schreiben Spezifikationen dazu und auch die ganze Ausbildung sicherstellen. Wie muss man sich das vorstellen? Die Kassen, sind die alle miteinander verbunden über ein System? Also jede Kasse in der Schweiz läuft auch über euer System? Das ist richtig. Es ist zentral gesteuert. Wir betreiben etwa 16'000 Wagen und Kassen insgesamt. Ja, und das ist zentral gesteuert. Ja. Wenn wir den Überblick behalten. Am Schluss sind ja dann die Endkonsumenten, die die Geräte, die wir heute auch immer mehr selber zahlen, die bedienen müssen. Ist selbst die grösste Herausforderung? Ja, es ist sicher eine grosse Herausforderung, aber wir versuchen sie so zu gestalten, dass man eben nicht viel erklären dazu, sondern dass sie logisch verständlich sind. Dass es dann auch wirklich funktioniert. Jetzt haben wir sehr viel schon über die Musik geschwätzt. Wir haben über deinen Beruf geschwätzt. Irgendwann muss doch auch der Herr Bühler mal ein bisschen abschalten können. Was machst du denn? Ich tue gerne Sportle. Hier mit dem Cyril, mit dem Sohn und mit dem Damian zusammen, auch mein Sohn, Badminton spielen, wöchentlich. Und das ist eine ganz glatte Herausforderung und Abwechslung. Da geht es ja hoch zu und her. Wer gewinnt denn einmal? Ja, bis etwa vor 2 Jahren habe ich eigentlich alles gewonnen. Und jetzt spielt es nicht mehr so eine Rolle. Jetzt spielt der! Den können wir jetzt nicht so gelten lassen. Der Sohn ist hier in der Nähe.
Sag mal, wie sieht es jetzt aus? Wer gewinnt einmal oder wer jagt da wer über den Platz? Ja, kann ich nicht viel hinzufügen. Also, wie er schon gesagt hat, bis Leben lang fast 30 Jahre hinten nachher gesäckelt. Letzte Zeit hat es ein bisschen gekehrt. Es ist Zeit geworden, dass es gekehrt hat. Danke vielmals. Ja, ich würde sagen, dann tun wir jetzt die Badminton-Analyse beenden und machen wieder ein bisschen Musik. Darf ich dich auf die Bühne begleiten? Das Instrument hast du schon parat. Ja, genau. Wir haben zu der Kapelle Bühler Fischer noch Verstärkung geholt, in Form von René Jacober. Und deine Komposition, die wir jetzt hören, Katzenmutter, die hast du für deine Frau, für Barbara, geschrieben, gell? Genau. Katzenmutter, also da hat jetzt nicht nur Katze ausgesehen, deine Söhne, Badminton. Ja, nein, es ist, die Komposition ist entstanden, als ein Büsi von uns einen Unfall gemacht hat. Und Barbara hat sie dann speziell betreut während dieser Zeit. Und so ist eigentlich der Titel entstanden. Wir haben ja jetzt noch 3 Kätzchen und es ist ja, es bereichert die Familie. Dann freue ich mich. Bitte schön, wir hören also, meine Damen und Herren, nicht etwa Katzenmusik, sondern Katzenmutter.
Sommer, Sonne, gute Laune, da braucht man hier noch mehr. Ich habe das Gefühl, die Leute, die hier das Mittelmeer und den Strand geniessen, die brauchen noch ein bisschen lüpfige Appenzellermusik. This is from Swiss Folk Music. Yes. Sieht gut aus, oder? Hola! Hallo, man! Gut, dann nehmen wir. Dann mit dem Volleyball lasse ich gescheiter sein und gebe stattdessen ein bisschen musikalische Unterstützung. What do you think about Swiss folk music? It's beautiful. Do you also have instruments like this? I don't know. I don't think so. Also, anscheinend gefällt es auch den Norwegern. Have a nice day. Goodbye. Jetzt habe ich das so gerne in Schweizer gefunden. Ja, würdest du gerne ein Stückchen hören am Strand? Ja, sicher. In dieser super Kulisse würde ich jetzt aber auch noch ein bisschen baden, darum ist die Musik jetzt fertig. Adieu! Gott's Musik! Franz Bühler, du hast dich noch mal parat gemacht für einen Einsatz und hast ein Instrument dabei. Über das haben wir ganz am Anfang der Sendung schon geschwätzt. Du hast mit der Blockflöte angefangen. Ist jetzt da einfach back to the roots oder bist du noch dir mit dem Speuzknebel unterwegs? So darf man nicht sagen. Ja, es ist ein Edelholz. Was für heisst das? Ja, es ist einfach ein Edelholz. Das Herzholz, wie es genau heisst, kann ich nicht sagen, aber es ist ein schönes. Ja, schön ausgesehen tut sie, das habe ich nicht gesagt. Ja. Die hast du noch jemanden dabei, in dem Fall? Ja, ich habe eigentlich das mal ein bisschen mehr als Gag eingebaut, wo wir mit Bühler Fischer sind gespielt. Ich dachte, ich nehme wieder mal die Blockflöte mit, weil es hat mir eigentlich immer Spass gemacht, mit ihr zu spielen. Und dann habe ich gemerkt, dass die Leute wirklich Freude haben an diesem Instrument. Und seitdem nehmen wir es eigentlich immer mit. Und wenn ich es dann etwa mal innerhalb von 2 Stunden nicht führen nehmen, dann werde ich dann sicher angesprochen von irgendjemandem. Jetzt hast du Kapelle Bühler Fischer hier parat. Plus der Markus Wicki, Handorgel mehr. Wenn die da mit vollem Volumen spielen, hört man in der Flöte noch? Ja, sie schaut eben gut, das sind gute Kollegen. Also die müssen sich jetzt ein bisschen zurückheben, damit man die hört. Ja, das ist schon ein Vorteil. So laut sind es natürlich nicht, die Blockflöten. Aber das, glaube ich, sollte gut. Aber gehen. Du bist der Gast und ich verspreche dir, wir hören natürlich. Nimm doch Platz. Danke vielmals. Den Titel, den wir hören, den hat Franz für seinen Sohn, für den Damian, komponiert. Wir hören jetzt live gespielt die Blockflöte mit dem Damian Ländler. Thank you.
Carla Fischer. Am Klavier Tyrion Reichenbach, Bassgeiger Stefan Schöpfer, der Markus Wicki, der Beat Fischer und natürlich mein heutiger Gast. Danke vielmals. Danke dir, Franz Bühler, merci, bist du da gewesen. Danke für die schöne Musik. Danke vielmals fürs Zuschauen. Pats Musik, jetzt ist halt schon wieder durch, aber keine Angst. In 2 Wochen sind wir wieder für Sie da. Alles Gute und einen schönen Abend miteinander.